So, hey zusammen, ich heiße Lukas und ich bin introvertiert. Es wird mal wieder Zeit für ein neues Spiel. Bis jetzt habe ich ja mich nur um Forza gekümmert. Jetzt würde ich gern Portal mit RTX spielen, also das Portal 1 mit diesen schönen Grafik-Enhancements. Genau, das habe ich auch schon mal Let's Played auf Englisch und ich dachte mir, das wäre jetzt aber praktisch, wenn ich das nochmal auf Deutsch tun würde, weil der Kanal insgesamt jetzt auf Deutsch ist, zumindest von dem, was ich sage. Genau, dann würde ich sagen, leg mal gleich mal los. So, Pott hat sich geöffnet, da sind wir, ja. Ach, erstmal strecken und hüpfen. Ein schöner Timer. Haben anscheinend noch 50 Sekunden Zeit. Tutorial, wie man sich bewegt. Das haben wir gut hinbekommen. Kann hier nicht interagieren. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Admission Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Natürlich. Your session has been processed and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Por favor, por donde... Stand back. The portal will open in 3, 2, 1... Ah, endlich frei. Und da hinten können wir uns mal selbst sehen. Wir haben komische Elemente an den Füßen. An den Beinen. Wahrscheinlich damit wir keinen Fallschaden haben. Oder weniger Fallschaden. Und uns ein bisschen schneller bewegen können. Generell sieht das Portal doch anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Gut, ich habe den Part mit RTX, wie gesagt, schon mal gespielt. Aber wenn wir jetzt mal vergleichen, wie der Portal 1 da aussieht, das können wir aktuell. Lasst mich... Ups, das war die falsche Tastenkombination. Das war wieder die falsche Tastenkombination. Schwierig zu treffen. Machen wir mal dieses Enhancement of Assets aus. Und so sah es eigentlich im Original aus. Ich bin großer Fan von dem RTX Rework. Machen wir es lieber wieder an. Das werde ich auch nicht so oft machen, nur jetzt am Anfang vielleicht mal zum Vergleich. Sieht schon fancy aus, das Neue, muss man sagen. Die Kamera folgt uns, so wie es sein soll. Das sind fancy Buttons. Okay, ich glaube, das ist noch simpel genug. Hier würde ich ausnahmsweise nochmal kurz die Assets ausmachen. Ugh. Also die erweiterten Assets, die verbesserten Assets, das sieht schon giddliger aus. Okay, mach mal die mal an und ab jetzt bleiben die an. Ich glaube, okay, wir müssen aufpassen, dass unser Kopf nicht zerfetzt wird. Beziehungsweise zersplattert von den Würfeln, wenn wir unterstehen. So, schön platzieren. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material emancipation grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science weighted storage cube. So ein Jammer, wir können Würfel nicht mitnehmen. Wir können durchgehen und rein in den Elevator. Und jetzt warten wir. Anscheinend fahren wir nach oben. Ja, sieht hier doch gemütlich aus, wie in einer Gummizelle. Nur der Unterschied ist, dass wir aktuell noch rauskommen, bevor wir wahnsinnig werden. Die erste von 19 Testkammern steht da. Oder zumindest steht da eins von 19. Den Rest habe ich assoziiert. Mensch, sieht das fancy aus. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button.
Ich gebe mein Möglichstes. So, wir haben einen Würfel. Wo muss der Würfel hin? Raus hier wahrscheinlich. Ah, nicht ganz. Jetzt müssen wir warten. Wir haben ja noch keine Portal Gun. Ja, so. Da muss er rauf. Perfekt. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Okay. Das heißt, wir dürfen nicht so lang neben dem Button stehen bleiben, weil das nicht zum Test gehört. Frag mich, aus welchem Material der ist. Bestimmt Uran. Oder irgendwas Radioaktives, damit er so schön leuchten kann. Ach, ich mag das, dass sie die Ladesequenzen hinter so Aufzugsfahrten versteckt haben. Ich mag das. Finde ich immer ne. Okay, da kam noch ein hartes Rumgelade. You're doing very well. Please Dankeschön. Be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Das klingt nicht sehr gut. Wir wollen unsere Zähne behalten. Was müssen wir machen? Drücken wir da durch. Eine Portal Gun, ich werde nicht mehr. Aber nur die blaue. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... Okay, das habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen, was ich auf gar keinen Fall tun darf. Wir durften auf jeden Fall das Ende davon nicht anfassen, aber ab jetzt kann man ja die Kameras abschießen. Ach, ein bisschen zerstören kann man die doch. War ich da hinten eigentlich schon? Lass uns mal gucken. Sieht eigentlich gut aus. Ah, da ist ja noch eine Kamera. Gibt, glaube ich, ein Achievement, wenn man alle erwischt. Das habe ich beim vorherigen Spieldurchlauf nicht gemacht. Naja, weiter geht's. Wieso glüht die jetzt orange? Bloß nicht hingucken. Bloß nicht hingucken. Dürfen wir ja nicht. Naja, bisschen hingucken wird in Ordnung sein. Hallo. Mind the gap. Certain objects may be vital to your success. Do not destroy testing apparatus. Ach, ein bisschen Zerstörer. Zerstörungswut muss hier sein. Da ist ja noch eine. Vital testing apparatus destroyed. Natürlich, wir werden alles zerstören, wo wir die Chance haben. Da ist ja noch eine. So, müssen ja noch gar nicht viel machen hier. Da liegt ein Radio. Ach, ich mag GLaDOS. So heißt die AI, die gerade mit uns redet. Falls das jemand noch nicht weiß, das Spiel ist sehr alt. Die Ladesequenz war aber heftig. Welcome to Test Chamber 4. You're doing quite well. Dankeschön. Du nicht. Na, ist in Ordnung. Ein paar weniger Kameras schaden nicht. So. Da ist ein Würfel. Und wir haben das Radio bekommen. Dann schauen wir nochmal, dass wir 9 Würfel kriegen.
Hallo? Na gut, dann als erstes mal zerstören wir mal den Vital-Testing-Apparatus und dann hilft man dem Würfel mal auf seinen Button. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Na wunderbar, wäre man nicht gemonitort, nicht überwacht, das ist mal was ganz Schönes. Selten geworden heutzutage. Und anscheinend wieder nach oben. Denke ich mal. Ja, da ist eine Kamera. Mist, wir haben nichts Orangenes. Vital testing apparatus destroyed. Da hat sich das Portal getriggert. Oh, die Kamera ist aber auch fancy. Was steht denn da auf der Seite? Moment, ich... Steht auch nur Aperture Laboratories. Laboratories. Ja, das war auch falsch. Ja, ja. Beschwer dich nicht. So, dann braucht man wahrscheinlich einmal den Würfel auf der anderen Seite. Und da unten ist auch noch ein Würfel. Das heißt, dem hilft man wieder ein bisschen. Ja. So, das läuft ja wie geschmiert heute. Noch ein Radio. Kein Radio mehr. As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. Was? As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2, 1. Ich mag doch, dass man die Truth enhanced, also dass man hier mit der Wahrheit bisschen... Vital testing apparatus destroyed. ...die bisschen aufpäppelt, muss manchmal sein. Hilft auf jeden Fall der Laune. Kann man die Kamera eigentlich mitnehmen? Er hat zwar gesagt, Würfel passen nicht durch. Oh, da ist ein QR-Code drin. Nein, die ist futsch. Hat nicht gelogen. Oh, fancy mit dem Laser. Die schönen Beleuchtungseffekte. While safety is one of many enrichment center goals, the Aperture Science High Energy Pellet seen to the left of the chamber can and has caused permanent disabilities such as vaporization. Please be careful. Ja, wird auch sagen, das ist ein bleibender Schaden, wenn man hier vaporisiert wird. Ja, das sieht so cool aus. Einmal machen wir das noch mit den Assets. Na? Die Beleuchtung ist auf jeden Fall auch neu, die müsste ich separat ausschalten. Okay, jetzt machen wir die Assets wieder an. Jetzt bleiben die an. Ich werde nicht mehr in diese Optionen gehen. So, irgendwas müssen wir mit dem Laser treffen. Ich schätze mal, damit mal gut zielen, direkt über uns und... Ja, dem Ding sollte man noch ausweichen. Unbelievable. You. Subject name here. Must be the pride of. Subject hometown here. Garantiert. Bin der ganze Stolz meines Herkunftsorts. So, bisschen Wasser trinken für die Organe, die es noch wollen. Frag mich, was das ist. Bisschen ein Glitch, ein visueller. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Oh, ist das sehr nett. So, und da kommt der Glob auf. Haben wir überhaupt Kameras zerstört? Gab's Kameras im letzten, sonst habe ich wieder was vergessen. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Das kriegt man hin. Nee, so wollen wir es ja nicht.
Wir müssten jetzt in das Portal springen. Hey, da unten sind wir. Wenn diese Plattform da unten ist. Das sehen wir ja hier. Und Bams. Nee, mich stört das echt. Waren da Kameras im letzten Raum? Hab keine abgeschossen. Hier waren auf jeden Fall keine. Naja. Darfst du eine behalten oder zwei? Ah, wieso habe ich keine Aufzugsmusik? Muss ich selber singen? Das wird nicht passieren für eine Weile. Please know that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Ach, ich mag das. Also, wir dürfen nicht in die Brühe da unten, sonst wird das ziemlich unangenehm. Wir kriegen dann erstmal einen Eintrag in unsere Akte, dass wir nicht zufriedenstellend waren und gleichzeitig sterben wir. So, also was müssen wir machen? Sieht eigentlich ganz einfach aus, der schießt nach da. Dann kommt das durch das Portal. Dann müssen wir da hin. Dann so ungefähr. Hey, es hat ja geklappt. Ich habe nichts gesagt. So. Das heißt, wir gehen als erstes mal hier hin. Und dann... Ah. Wart mal, bis unser Zug da ist. Da ist er ja schon. So, Mobsgeschwindigkeit geradeaus. Das sieht nicht sehr sicher aus. Sollte man vielleicht irgendwie ein Cover drüber machen. So. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Natürlich. So, Kamera habe ich da auch keine gesehen. Vielleicht hat sie die Schnauze voll davon, dass wir alle zerstören. Dann hat die irgendwie eingefahren. Oder ich bin blinder geworden. Kann auch passieren. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Gut, dann können wir hier warten. Wenn die schon sagt, dass der nächste Test unmöglich ist, wird das ja nicht ohne Grund passieren. Mal schauen, was ist denn hier oben drauf? Nix. Da ist auf jeden Fall ein Radio und da hinten können wir reinporteln. Ah, vielleicht nehmen wir den Würfel gleich mit. Ah, dafür nicht so. Mist, ich bin runtergefallen. Dann gehe ich nochmal durch mein schönes Portal hier. Dann können wir eins da hinten reinmachen und... The Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Ist ja gut. Wir haben's ja gelöst. You remained resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Ja, das nennt sich auch erwachsen sein. Hast du hier noch eine Kamera? Nö. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Wir müssen zerstören. Hat die schon immer weiß geleuchtet? Bestimmt. Sind das meine Stufen zum Erfolg? Hello again. To reiterate. Okay, Momentum kriegt mal hin. Würde sagen. Ja, das hat gereicht. Gut. Dann mit Schwung. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not.
Das habe ich früher gelernt. Schnelles Objekt rein, schnelles Objekt raus. Ah, er hat die Radios hier überall hingestellt. Brauchen wir das Oberste? Keine Ahnung. Wir versuchen es. Ui. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Ja, genau das habe ich gemeint. Wichtige Lektion als Teenager Lukas, als Teenager introvertiert. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Obwohl, wie alt war ich da? Wann ist das rausgekommen? Wann durfte ich anfangen zu zocken? Ja, keine Ahnung. Vielleicht mit 12 oder so. Vielleicht früher. Vielleicht später. Ich weiß es nicht. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. Das glaube ich euch nicht. The Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Das ist tatsächlich ein nützlicher Ratschlag. Ah, Kamera. Vital testing apparatus destroyed. Ja, lang, lang ist hier. Wo muss man eigentlich hin? Machen wir mal ein Portal und finden es raus. Das war, glaube ich, nicht so gut. Nö. So funktioniert das auch nicht. Wo ist denn das? Ah, die Roten wechseln wieder die Position. Und da kriegt man endlich den zweiten Teil von der Portal Gun. Okay, wir haben oben ein blaues Portal drin. Ich glaube, wir müssen warten, bis es hier wieder ein Orangenes gibt. Ja. Und dann... Vielleicht da eins hin. Ja, das hat doch geklappt. Jetzt bewegt sich das Teil. Schauen wir mal, wohin denn. Ah, wir haben es geschafft. Bloß nicht in die Kläranlage da unten fallen. Das könnte Konsequenzen haben. The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject phone call. Es ist wirklich ein Fun Fact, dass die jetzt mehr wert ist als das ganze Leben in meiner Kleinstadt, wo ich herkomme. Wo wollen wir hin? Ich mach mal einfach da eins rein. Dann kommen wir. Ach nee, da wollen wir hin. Das hätte sie ja nur sagen müssen. Dann hätten wir da einfach nur auf den Knopf drücken sollen. War anscheinend von dem Fun Fact einfach so abgelenkt. Müssen wir noch irgendwas machen damit? Keine Ahnung. Neu. So. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Und schwupps. Kamera, Kamera, keine Kamera. Also bis jetzt läuft es ja echt gut mit meinen Testlösefähigkeiten. Irgendwann werde ich aber Gut, dann flingen wir uns selbst mal. Genau, was ich sagen wollte. Irgendwann werde ich so einen Aussetzer haben bei so einem einfachen Puzzle-Element.
Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. So. Dann müssen wir uns einmal dahin flingen, denke ich mal. Hui. Dann können wir da eins hinmachen. Und Geronimo. Wo kriegt man jetzt einen Würfel her? Ah. Da. Ja, orangenes Portal dahin. Wo sind denn die Würfel hin? Dachte, ich hätte einen runterfeuern lassen. Oder hat es keinen Würfel getriggert? Nee, okay. Dann müssen wir nochmal jumpen, wie es so schön heißt. Ui. Ein Würfel. Können wir springen oder? Ja. So, jetzt muss man wieder da oben hin. Müssen nichts ändern. Einfach nochmal. Ui. Wie in der Tat. Ich tanze einfach hier ein bisschen zu der Musik in meinem Kopf. Gut. Musik ist verstummt. Ja, bin immer noch ein bisschen verschnupft. Das ist aber meine Erkältung gewesen. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. Dankeschön. An incubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. Dankeschön. Also wir können ohnmächtig werden, wenn uns danach ist. Vital testing apparatus destroyed. Leider reichen die Kameras nie um. Die sind ein bisschen zu leicht dafür. Aber da oben kommen wir ja locker hin. Okay. Und müssen anscheinend nochmal nach oben. Oh, ein Vital Testing Apparatus zur Linken. So, was machen wir jetzt? Am besten erstmal runtergehen. Das da mitnehmen. Ist hier in Ordnung. Okay, wo kommt der Laser raus? Da. Und wo muss er hin? Hier. Gut, dann eins, zwei. Das war nicht ganz richtig. So, ich glaube, das sollte. Bisschen schief vielleicht. Es hat gereicht. So, dann brauchen wir den Q. Nicht wegfahren. Dich brauchen wir ja noch. So, das ist ein Würfel. Ach, da hinten ist der zweite Würfel. Na egal. Tu mal den ersten mal dahin. Schön auf den roten Button. Eieiei. Manchmal mit der Perspektive ist das schon so eine Sache. So, und dann stibitzen wir hier den Würfel. So, das war dämlich. Da habe ich auf das falsche Portal gedrückt. Dann mach mal draußen nochmal ein blaues. Am besten gleich da. Und jetzt sollte das besser funktionieren. Ja. Und dann machen wir da ein Portal rein. Da eins. Hat nicht geklappt. Dann machen wir hier eins. Ja. Ich werde euch auch alle vermissen. Und nochmal einen Schluck Wasser.
Ah. Erfrischend. Hahnenwasser. Von einem echten Hahn. Zumindest von dem, der unser, auf unserer Küchenspüle hängt. Und was sind das denn hier für Bildchen? Okay. Aufpassen mit dem Kopf. Laser nicht in die Fresse kriegen. Laser muss ins Laserloch. Ja, nicht schwimmen gehen. Schnelles Ding rein, schnelles Ding raus. Und auf keinen Fall die Hände waschen. Gut, das werden wir berücksichtigen. Hab ich eine Kamera? Intending to handle high energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Dankeschön. Was ist denn da hinten? Nix, was ich nicht ohne Würfel, nix ohne, dass ich mit einem Würfel lösen kann. Ah. Das sind die Stufen zum Erfolg. Ich wusste, irgendwann kommen die. So. Ich schätze mal, irgendwo da hinten ist ein Laser. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, dass wir das hier da rankommen. Gut. Stufen sind weg. Ein schöner Würfel. Der kommt dann auf den Würfelknopf. Kann glaube nicht sprinten, aber ich kann hüpfen. Ist zumindest ein bisschen schneller. So. Dann schauen wir nochmal da oben. Genau auf dem Ding braucht man eventuell eine Laserkugel. Schauen wir mal, wo wir die herbekommen. Sehr säurehaltig. Gut, das hat geklappt. Hat auch geklappt. Wunderbar. Dann sind wir hier auf unserem Erfolgsaufzug. Eine Kamera übersehen? Ich glaube nicht. Ich konditioniere mich gerade immer Wasser zu trinken, wenn ich im Aufzug stecke. Das wird interessant, wenn ich mal in einem echten Aufzug bin, ob ich dann einfach Durst kriege. And brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Wir kriegen Kuchen, nachdem die Tests zu Ende sind. Irgendwo habe ich schon mal gehört, dass das gar nicht so stimmt. So, da müssen wir wahrscheinlich einfach mit ordentlich Schwung rein. Hui. Vital testing apparatus destroyed. Ja. Bisschen schwund ist immer wach. Vital testing apparatus destroyed. Das klappt anscheinend nicht, sieht aber ganz cool aus. Okay. So viel dazu. Muss kurz mal überprüfen. Gibt es da noch was, was wir machen können? Sieht nicht so aus. Da muss ich tatsächlich mal kurz denken. Das war doch eigentlich gar nicht so schwer. So, eigentlich muss das nach unten und da, aber da ist ja das Teil dazwischen. Ich bin so gut mit Worten. Und hier ist der Ausgang. Geht's natürlich auch nicht durch. Wir können ja auf jeden Fall den hier reinlinken.
Müsste man, glaube ich, einfach schnell genug sein. Ups. Da war man nicht schnell genug. Ah, so kriegen wir es hin. Ah. Müssen den natürlich hier auch noch durchschicken. Nee, ist so garantiert nicht. Ja, witzig, wenn das klappt. Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Ich sag doch, irgendwann struggle ich. So, jetzt ploppt er dagegen, dagegen. Mist. Nicht Mist, hat geklappt. Aber ideal sieht anders aus. Ja. Fancy Wände auf jeden Fall. Bisschen dieses schöne Eierschalen-Design. Nur fancier. So, was ist hier oben? Loch. Reicht das mit dem Schwung? Ach, schauen wir doch mal. Na, ja, da braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr Anlauf. Ja, für die erste Instanz sollte das reichen. Genau. So, einmal hüpfen. Und dann... Sehr schön. Leckt gerade ein bisschen. Sehr viele Partikel hier. Okay, das muss dahin... Wir können rüber, indem wir das hier machen und dann orangenes Portal hier rüber. Und dann, wie müssen wir das machen? Wo kommt er denn als erstes auf? Da. Geht nach links. Okay, dann machen wir vielleicht hier eins. Da rein, geht da rein. Na, wunderbar. Und dann müssen wir wieder rüber. Dafür können wir wahrscheinlich einfach wieder... Okay, ich muss ein blaues setzen. Sind ja nur zwei... Sind ja nur zwei Portale, aber ich vergesse immer, welches ich gerade setzen muss und welches ich gesetzt habe. Was hat jetzt daran nicht gereicht? Na, okay. Hat gepasst. Dann wollen wir mal. Oder auch nicht. Ah. Da ist unser Transportmittel. Da ist unser Transportmittel. Irgendwie. Nein! Sehr sauer hier. Okay. Schauen wir mal. Müsst hier ankommen. Das sieht schon besser aus. Kamera. Da komm mal her, da wollen wir nicht nochmal hin. Der Laser kommt jetzt wo genau hin? Frag für einen Freund. Ah, okay, das fährt hoch. Muss der Laser noch irgendwie das andere Teil? Schauen wir mal. Gut, das ist getimed. Okay, so müssen wir es machen. Nur ein bisschen schneller. Ja, das hat auch gereicht. Ich würde meine Organe gern behalten.
In der kompletten Anzahl, dankeschön. Schön wieder zur imaginären Musik hier abdancen. Gut. Bevor einer Motion Sickness bekommt, lieber aufhören. Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Ach, das macht doch nichts. Ich mag diese. Irgendwo eine Kamera? Natürlich ist da eine Kamera. Vital testing apparatus destroyed. Wir sind hier in einer. Ups, da ist ja noch eins. Schau mal, dass wir den von hinten kriegen. Nein! Ich wurde angeschossen. Zum Glück nur eine Fleischwunde. Kamera. Gut. Da sind auch noch welche. Wir sind ja in Sicherheit. Mal ein Portal hin. Ja, ich bin immer noch hier. Oh. Help. Was heißt denn das? Ich kann gar kein Englisch. Hier ist ein Fingerabdruck. Okay, ich dachte, ich könnte das jetzt einfach da reinwerfen. Voll auf den Kopf. Das hat doch geklappt. So. Ob hier ist wieder falsch gedrückt. Irgendwie bin ich heute auf der Windows-Taste unterwegs. Wollte mich eigentlich nur hinhocken. Der Kuchen ist eine Lüge. Was soll das heißen? Kriegen wir keinen Kuchen am Ende? Hier ist ein schönes Bild von Kuchen. Ja, diese ganzen Help-Aufschriften sind dann doch ein bisschen, ja, was soll ich dazu sagen? Sehen nicht gut aus. Hier liegt eine Grafikkarte. Eine riesige RTX 4090. Ich glaube, die braucht man auch, damit das Spiel hier so gut läuft. Ich habe zufällig auch gerade eine drin. Ja, schön hier. Sieht besser aus als mein aktuelles Zimmer, muss ich sagen. Zumindest aufgeräumter. Obwohl ich nicht für den industriellen Look gegangen bin. Und das ist ja meine Wasserflasche, die neben mir steht. Okay. Ich glaube, sonst ist hier drin nicht mehr so viel. Oder kommen wir da hinten noch rein? Sieht nicht so aus. Also, wir sind erstmal vorbereitet, dass die Leute, die uns hier testen, böse sind. Der ist schon ordentlich lange hier. Und anscheinend gibt es keinen Kuchen. Was soll diese Sau laden? Dafür gehe ich nicht aus eigentlich. So, da hinten ist noch ein Roboter. Au. Voll aufs Fressbrett. Ach, die Roboter sind schon ulkig. So, was macht man mit denen am besten? So, kann man ja hier mit dem anderen Roboter hauen. Gut. Hier ist noch was. Noch ein Handabdruck. Ganz viele Würfel.
eine Tasse, ein Radio. So, ups, au. Bin hier, au. Also mit Ruhm bekleckere ich mich gerade nicht. So, den kriegt man aber von der Decke. Aha. Nur den Kugeln ausweichen. So, einer ist ja noch da. Schauen wir mal. Hallo. Mach die Kamera kaputt. Das kriegt man hin. So. Haben wir gerade Portale? Ja, naja, ich hab's versucht. Da ist ja noch einer von den Kollegen. Da ist auch einer. Vielleicht nicht der richtige Winkel. Well done, Android. The Enrichment Center once again reminds you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first sign of defiance. Okay, dann haben wir den gerade zur Androidenhölle geschickt. Ein bisschen makaber. Aber der hat zuerst geschossen, glaube ich. Wir können also immer auf Notwehr plädieren. Eine Kamera, die nicht abschießen kann. Was soll denn die Scheiße? Oh. Mein Companion Cube. This weighted companion cube will accompany you through the test chamber. Please take care of it. Natürlich. Das ist mein Cube, auf den werde ich aufpassen. Was ist das mit den Kameras, die ich nicht abschießen kann? So, da müssen wir hin. Haben wir ein anderes Portalfläche? Anscheinend nicht. Dann nutzen wir doch unseren Companion Cube. Einmal hüpfen. Der kommt mit uns mit. So ein guter Companion. Hilft uns sogar gegen den miesen, fiesen Laser da. The symptoms most commonly produced by Enrichment Center testing are superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. So. Oh, da ist eine Kamera, die ich zerstören kann. Mach mal doch gleich. Weiß nicht, ob die anderen mit dem Laser zerstören müsste. So, da ist auf jeden Fall eine Kamera. Wichtigste zuerst. Ich glaube, wenn wir den Laser hier... So ungefähr müsste es klappen. Also müssen wir da ein orangenes Portal hinsetzen. Und dann nur noch hoffen. Und jetzt warten wir. Er kommt. Ist das nicht was? Das habe ich hinbekommen. Da bin ich immer ganz stolz auf mich, wenn ich irgendwas schaffe. Der Cube kommt mit uns mit. Wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich... Au. Au. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak,
the Enrichment Center urges you to disregard its advice. Okay, wenn der Würfel anfängt mit uns zu sprechen, dann soll man seinen Advice ignorieren. Nochmal, Sohn. Das ist ja... nochmal. Komm mal. Kriege ich den da hingequetscht? Nee, aber ich glaube, ich kriege ein Portal rein. Oh, da ist er. Ein Foto. Genauso sieht er heute noch aus. Not in cruelty, not in rough. The Reader Café today. Angel visited this gray path and took the cube away. Was? Jemand wird mir meinen Würfel abnehmen. Mach mal das Portal kurz mal woanders hin, dann können wir hier die schöne... Da war eine Kamera. Interessant. Oktober 2022, irgendwas ist am 12. und am 3. Ja, vielleicht wird das das Thumbnail. Interessant. Auch hier mit den Kumpels abhängen. Okay, der war dann auch ein bisschen angematscht schon. Psychisch, durch die psychische Belastung, die er das gemacht hat. Wieder das schöne Kuchenbild. Das ist ein bisschen blöd, ich krieg gerade wirklich Hunger. Okay, ist sonst noch was hier drin? Ich schätze nicht. Keine weitere Grafikkarte, die wir irgendwie ansehen können. She's watching you. Ja, deswegen mache ich die Kameras auch immer schön kaputt. Gut, dann einmal wieder nach draußen. Oh. Ups. So. Nee, ich wollte meinen Companion Cube. Den können wir jetzt, glaube ich, hier einfach draufsetzen. Und dann brauchen wir was. Hier kommt noch ein Laser hin. Das heißt, vielleicht setzen wir unseren Companion Cube wieder lieber darauf. So, dann ist das schon mal offen. Das heißt, wir müssen dann draufstehen und irgendwie einen Laser hier herleiten. Wo kriegt man denn einen Laser her? Von da oben. Müsste eigentlich so gehen. Hier kommt dann der andere und dann warten wir. Je nachdem, wie lange das dauert. Irgendwann, da kommt schon was. Habe ich es richtig gemacht? Passiert was? Eigentlich sehen wir es ja. Muss ich den triggern? Können ja mal hingehen. Was denn da so los ist? Der müsste doch feuern eigentlich. Wieso passiert da nichts? Vielleicht hatte der nur eine Möglichkeit einzufeuern. Da hinten kriegt man noch einen. Dann im orangenen Portal. Ich dachte, ich wäre aus dem Weg gegangen. Ich warte noch darauf, dass es lädt. So. Der ist da. Mein Problem ist gerade... Gibt es noch einen anderen Würfel, damit ich das offen halten kann? Weil aktuell muss ich das ja irgendwie manuell triggern. Weiß ich tatsächlich gerade nicht. Schauen wir mal, was passiert. Da ist auf jeden Fall, glaub, da kommen wir später hin. Gut, dann versuche ich es tatsächlich. Licht nochmal. Ah, ich muss nachsehen. Was für ein Portal hatte ich jetzt gesetzt? Ein blaues oder ein orangenes? Ich glaube orange. Ein blaues. Deswegen überprüfe ich Sachen. Gut, vielleicht schauen wir auch, dass wir ordentlich Zeit haben, sobald er den Laser feuert. Jetzt hat er ihn gefeuert.
Das wäre ein guter Zeitpunkt. Muss trotzdem jetzt irgendwie die ganze Zeit laufen. Ach, das schießt ja vor und zurück. Das sollte passen. Gut, jetzt nur nichts falsch machen. Nicht in den Laser laufen. So. Irgendwann sollte er jetzt zurückkommen und wir müssen im richtigen Moment aus dem Weg springen. Oder so. So, der ist auch getriggert. Fühlt sich sehr getriggert. Dann nehmen wir unseren Companion Cube mit. Hier waren wir ja schon drin. Müssen wir jetzt da hoch? Ich stelle viele Fragen, ich habe keine Antworten. Wir versuchen es. Au. Jetzt sind auf jeden Fall die Linien orange, so wie es sein soll. Was passiert hier? Ist mal dahin? Waren wir da? Hier waren wir auf jeden Fall. Das sind ja die Laserschichte. Dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir hier. Mist. Da bin ich nicht gut gesprungen. Das machen wir gleich nochmal. Eins. Und top. Und top. Okay. Den letzten vermassel ich immer. Warum? Na also, diesmal habe ich was anderes vermasselt. Das fühlt sich besser an. Das gibt's doch nicht. Aber der Würfel ist jetzt da. Das sollten wir schaffen. Weiß nicht mal, ob es der richtige Weg ist. Wir hätten uns wahrscheinlich auch einfach hier mit Speed lang entlang jumpen können. So. Das sieht doch richtig aus. Ich habe was richtig gemacht. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and unfortunately must be euthanized. Please escort your companion cube to the Aperture Science Emergency Intelligence Incinerator. Nein, ich will den nicht verbrennen. Warum? Nein. Das Spiel ist grausam. Rest assured that an independent panel of ethicists has absolved the Enrichment Center, Aperture Science employees, and all test subjects of any moral responsibility for the companion cube euthanizing process. Ich will den nicht euthanizen. Müssen wir den da wirklich reinwerfen? Ja, dann müssen wir den zuerst. It would tell you to go on without it, because it would rather die in a fire than become a burden to you. Oh, jetzt ist das auch noch getimed. Das heißt, wir haben keine Wahl. Oh Mann. You euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Das hat mich kalt erwischt. Oh. Hat sie einfach gesagt, wir haben ihn schneller umgebracht als irgendein Testsubjekt davor. Oh Gott, ich fühle mich so schlecht. G-
Genau, aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für die erste Episode. Immer auf so einen traurigen Moment aufhören. Genau, wir sehen, ich werde hier speichern und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!